Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed, Creed Libertin. Assassin's Creed Libertin. Sorry, da habe ich ein bisschen genuschelt. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir nach Mexiko, also nach Mexiko gereist sind und die ach so tolle und nette Aufgabe gekriegt haben, hier dann unseren ja zu finden, den wir suchen. Auf jeden Fall machen wir heute mit der Situation weiter, dass wir zum Missionspunkt gehen. Denn beim letzten Mal habe ich ja schon alles abgesammelt, was aktuell angezeigt wird. Und ich wette, nachdem wir hier weitermachen, wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Es herrscht kein Materialmangel hier. Vielleicht finde ich genug, um mich zu bewaffnen, damit ich im Notfall bereit bin. Ach, verdammt. Nee, Quatsch, er geht ja vorher nochmal hier durch, ne? So. Oder? Ja, da kommt er doch. Wie ich meine Logik hasse. Okay, egal. Okay. Dann wäre ja doch ganz gut, dass ich vorher alles abgesammelt habe, weil es doch recht aufwendig geworden wäre. Ach so, okay.
ich? Tja, frag dich das mal. Ich war jetzt die ganze Zeit ruhig, tut mir leid, aber das war, weil ich mich konzentrieren wollte, dass ich nichts... Ein bisschen plump, aber besser als gar verhaue. Nichts. Okay, volle Synchronisation abgeschlossen. Oh, wieder dieser gemeine Spawn-Chunk-Ding. Es nervt so hart, ne? So. Ich würde es einmal ausprobieren. Ja, okay. Das hat es vollgebracht. Irgendwie nicht. Moment. Mal sehen. So. Was? Entschuldigung, ich musste es mir gerade ausnahmsweise mal gönnen. Diesen kleinen Spaß. Na, wo habe ich denn jetzt den anderen? Der ist hier irgendwie nicht aufgelistet, okay. Zumindest kann ich den hier noch plündern. Wir haben mittlerweile übrigens auch 20.000, ich weiß nicht wodurch. Ich habe das Spiel Schüssen durchlaufen lassen, natürlich. Aber dadurch haben wir doch jetzt nicht noch mehr... Oder? Haben wir dadurch? Ich weiß nicht. Egal, wir machen mal weiter. Der Company Man, das dunkle Geheimnis der Kolonien entdecken. Okay. Da wurden wir definitiv jetzt geportet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ihr müsst sofort damit aufhören. Wieso sieht er mich eigentlich? Ich. Ja gut, klar, ich sehe ihn ja auch, aber. Ha, komm schon, ein bisschen weniger logisch darf das auch sein. Vor allem wie jetzt jedes Mal, wenn ich hier da so ein Platt bin, hier guckt mal. Platt vor, Zeit weg. Platt vor, Zeit weg. Also. Ein wenig affig meiner Gefühlsempfinden nach. Natürlich, du hast recht. Zeitvorsprung gehabt, Entschuldigung. Der Company Man ist sehr ungehalten. Hätten wir nur mehr Leute. Noch mehr Leute? Wir haben schon alles ausgeschöpft, was möglich ist. Hier sind Arbeiter, die von überall herkommen. Leute aus Kuba und sogar aus New Orleans. Bei strengster Geheimhaltung. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwierig und wie teuer das ist? Hab Geduld. Vasquez übernimmt bald sein Amt in New Orleans. Er wird Erfolg haben, wo Baptiste versagte. Da werde ich gleich rechts über die Dächer einfach hochklettern, ganz schnell. Gar nichts losgeht, bitte weiter. Ja, ich kann halt nicht weiter rein, ne? Ja, ich hasse das. Anhalten! Sofort! Das beeindruckt mich überhaupt nicht.
Anhalten! Sofort! Wow, wow, wow. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Unfair. Hier, der Mann, von dem ich gesprochen hatte. Was tun wir mit ihm? Zeigt ihm auf, wie falsch sein Verhalten war. Du hast nicht wirklich gedacht, wir ließen dich deinen Vertrag brechen und mit vertraulichem Wissen entkommen, oder? Okay. Ich sehe sie! Tja, das war's jetzt mit dem Peitschenschwingen. Zumindest vorerst. Ja, mit der Peitsche. Gefällt mir. Moment. Einfach aus Prinzip und weil ich kann. Es ist einfach zu lustig, tut mir leid. Ich weiß, es gehört sich nicht und so weiter, aber... Ja, du hast eine Aufgabe für mich, ich weiß. Danke. Wo bist du jetzt so plötzlich hergekommen? Viel wichtiger ist, wo willst du hin? Nach New Orleans? Ich könnte dir Arbeit beschaffen. Ha! Wozu? Mein Volk sind die Fon. Ich gehe zurück nach Afrika. Dein Medaillon. Es ist ungewöhnlich. Ich sah schon so eins. Und ich hielt es für einzigartig. Das ist es. Meine Mutter hat es selbst gemacht. Du musst dich irren. Nein, die Frau, die das Medaillon trug, hieß Jeanne. Sie war eine der ersten Arbeiterinnen hier. Ich erinnere mich gerne an sie. Das ist der Name meiner Mutter. Wo ist diese Frau? Ich muss sie sehen. Ich weiß nicht. Sie lebte in einem abgelegenen Haus am Südende des Lagers. Du musst gehen. Der Ferrer wird nach dir suchen. Wirst du allein zurechtkommen? Ja. Ich verstecke mich bis zum Wachwechsel bei Sonnenuntergang und werde dann wieder fliehen. Diesmal kriegen sie mich nicht. Wollen wir es mal hoffen. Viel Glück. So. Okay. Da finde ich das mal ganz ausnahmsweise ganz praktisch, dass gerade das Spiel gemeint hat, hey, ich freeze mal ganz kurz.
Okay, das finde ich aber wiederum unpraktisch. Okay, falls es sich jetzt gerade zu krass aufhängen sollte, was ich ja mal, wie gesagt, wieder nicht hoffe, werde ich natürlich einen kleinen Cut machen. Nicht allzu schnell, weil gerade die Gegend... Na komm. Ja. Mir macht das Spiel jetzt einen Strich durch die Rechnung, nicht die Mission. Okay, Leute, das, ja, 17 Minuten. Das ist von meiner Mutter. Das erkenne ich wieder. So, es könnte sein, dass ich jetzt wieder über die Zeit gehe. Oh Gott. Hä? Ach so! Das könnte ihre sein. Einmal übers Dach. Und jetzt ist auch hier die Seite vorhanden. Alles Sie, geschafft. Was Sie ausgelassen haben. Was? Man darf Ihnen nicht trauen. Jetzt muss ich von oben mal eben gucken. Oh, Moment. Okay, warum müssen wir wieder... Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ihr seht gleich wieder diesen sehr besonderen Bildschirm. Moment, ich öffne ihn. So, Moment. Bitte verzeiht meine Verspätung. Oh, doch nicht. Senior. Schade. Ich musste Wachen abstellen, um einen Flüchtling zu fangen. Der dritte diese Woche, habe ich recht? Ich halte ihn für euch bereit. Ihr regelt solche Dinge, soweit ich weiß, gern persönlich. Rücksichtsvoll wie immer. Heute steht mir der Sinn nach dem Galgen. Hast du noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht? Den Arbeitern Gift ins Ehl mischen?
Habt ihr damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht habt ihr recht. Ich will nicht nochmal so ein Makondal-Debakel. Archäologie ist eine feine, edle Arbeit. Ich bevorzuge etwas, unter dem die Arbeit nicht leidet. Vielleicht ein weiteres Festessen. Ein Spanferkel. Sagt ihnen, dass sie sich ihr Land fast verdient hätten. Natürlich. Ganz recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Okay. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. Also zumindest ich. Weil ich das immer noch nicht ganz mit diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Zeitreisen-Sequenzen kapiere. Aber ich glaube und hoffe, hier alles gemacht zu haben. Fast alles, okay. Ich glaube aber, die Zeit ist jetzt gleich um. Von daher, beeile ich mich noch mit dem letzten Abschnitt, sollte es aber mittendrin, naja, dazu kommt, dass wir unterbrechen müssen, mache ich natürlich logischerweise beim nächsten Mal weiter in der nächsten Folge. So. Du merkst keinen Arbeiter mehr an. Naja. Mal sehen. Das Geheimnis des Zendo. Die verlorene Prophezeiung Scheibe suchen. Okay. Animus Erinnerungsnotiz. Nachdem Aveline die von ihrer Mutter zurückgelassenen Hinweise entschlüsselt hat, erreichte sie den Eingang des Cenote, wo ihr Schatzsuche beginnt. Es tut mir leid, ich versuche es halt so deutlich und so ordentlich wie möglich zu lesen, was erst recht bei längeren Texten eventuell zu Komplikationen führen könnte. Betonung liegt auf könnte. Na, klettern? Nein? Runter wahrscheinlich? Unter mir? Irgendwo. Komm schon. Na, ich sehe auch schon wo. Ich... Nee. Wollte gerade sagen. Irgendwo muss ich doch hier hochkommen. Moment. Ahahaha. Oh. Die Freude war nur kurzer Dauer. Okay. Ich guck sicher halt selber mal nach. Karte nicht verfügbar. Das ist ein Träumchen. So, warte mal. Das müsste hier sein. Das heißt, es ist entweder unter oder über mir. Ah, egal, ich mach erstmal, was von mir verlangt wird. Sonst sind wir bald von der Partlänge über die eigentliche Länge, die ich möchte. Moment. Wir sind schon drüber. Ach, das heißt, in der nächsten Folge geht es dann mal wieder weiter. Von daher will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein.